Aloha und weiter im Text mit Jack und Dexter. Wir müssen noch wir müssen noch die ganzen Sachen hier erledigen von wegen. Wie soll ich das schaffen? Mal ganz ehrlich. Nee, jetzt bin ich hier. Mann, ich bin mit meiner Begrüßung immer noch nicht fertig. Wir sind dabei, den letzten Felsen zu zerstören, das Rattennest hier kaputt zu machen und so weiter und so fort. Und müssen natürlich noch die letzten zwei Energiezellen hier finden, damit wir auch den Sumpf hinter uns lassen können. Und hoffentlich haben wir in der Zwischenzeit auch sämtliche Orbs gesammelt. Wäre nämlich echt doof, wenn nicht. Nee, ich wollte erst noch hier das restliche Echo. Und auch wirklich das restliche Echo. So. Kaputt machen. Alles kaputt machen. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Okay, das wäre es, glaube ich, an Kisten und so, die man hier kaputt machen kann. Cool. Und, jetzt heißt es Konzentration für die Aufgabe, die als nächstes kommt, nämlich aber nicht in den Sumpf fallen. Ich sagte, sag mal, bist du bekloppt? Ich habe gesagt, nicht in den Sumpf fallen, nicht. Boah! Jack verarscht mich. Leute, ihr seht's. Ihr könnt es sehen. Jack verarscht mich. Er hat Spaß daran, mich einfach so zu verarschen. So, ich suche jetzt erstmal nach grünem Echo. Darum kümmere ich mich gleich. Mano. Nee, mach ich. Ach, Mano. Mano. Es wird mich eh gleich wieder töten. So. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Oh, aber ich bin schon. Ich bin hier. Das ist gut. Stirb. 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 So. Ja, das war richtig klug von dir, Sharon. Schlag die Ratten da raus. Die haben ja sonst nichts zu tun. Sonst haben sie vielleicht nicht gemerkt, dass du da bist. Sharon, was hast du vergessen? Hm, was hast du vergessen? Das gelbe Echo. Das reicht's mir gleich. Okay, mir muss es ja gar nicht reichen. Es reicht Jack. Der hat keine Lust mehr. Der ertränkt sich jetzt. So. Aber man hat gesehen, es ist machbar. Machbar und schaffbar. So. Ein bisschen hoch. Aber so, dass du da noch rankommst. Und kaputt machen. So. Was? Ich bin da runtergefallen? Was zur Hölle? Hm. Möchtest du die Energiezelle nicht haben, Jack? Nö. Ich explodiere gleich. Und ich möchte nicht explodieren, weil ich, nicht möchte. So. Hätten wir das?
Cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Nie im Leben. Okay. Gehen wir weiter. Aua. Ich bin eh gleich wieder tot. Regt mich das auf. Grrr. Sei denn, ich krieg jetzt spontan 50 grüne Echo-Kugeln zusammen, was ich nicht glaube. Und hier weiß ich noch nicht mal, wo ich lang muss. Kann ich hier runter? Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. Toll. Bin ich wieder an meiner Lieblingsstelle, wo ich so oft gestorben bin. Da drüben sind noch Orbs. Wie kommt man denn da hin? Wow. Wow. Ich werde was echt Bewegendes auf deinem Begräbnis sagen. Wie? Wer wird mich jetzt zurückverwandeln? Na, wenn das dein einziges Problem ist. Wie lieb von dir, Dexter. Wow. Okay, es gab irgendwo eine Stelle, an der ich abgezweigt bin. Das weiß ich. Da bin ich abgebogen und hätte aber auch gerade laufen können. Mhm. Mach's kaputt! Okay, und weiter geht's. Sag mal, bist du bekloppt? Du warst doch schon dran. Ja, hier war das. Schon geschehen. Nein! Oh Gott. Mein Hals. Ja, hier bin ich abgebogen. Hier kann ich aber auch geradeaus weiter. Und da sind auch die letzten Orbs, glaube ich. Aber, also bitte lass es die letzten Orbs sein. Hm. Lasst mich einfach in Ruhe, meine Freunde. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich glaube, ich muss zuerst auf die Rattennester rauf, weil sonst komme ich nicht an die Orbs. Und hör auf, nach mir zu schnappen. Ekelhafter Frosch. Ich versuch's einfach. Mehr als töten können sie mich ja nicht. Ja. Na, es gefällt euch nicht, dass ich auf eurem Haus sitze, wa? Ja, ich habe alle Orbs. Dann fehlt ja jetzt nur noch eine Energiezelle und dann habe ich alles. Dann habe ich den auch unter mich gebracht. Und kann mich endlich um das kümmern, was ich eigentlich schon letztes Mal machen wollte. So. Okay. Nase juckt. Nicht gut. Und weiter. Nö. Nö. Wir sterben erstmal. Viel cooler. Viel cooler. Finde ich jetzt so spontan. Es ist viel cooler, zuerst zu sterben, bevor man das macht, worauf man schon die ganze Zeit wartet. Das wäre ja lächerlich. So. Sonst noch jemand da, der sich mit mir anlegen will? Nein? Gut. So.
Mach's gut. Wo war das denn? Gut gemacht, Jack. Dein Onkel wäre stolz auf dich. Das war der riesige Arm eines Precursor-Roboters. Ich habe noch nie einen in solch gutem Zustand gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Lurker damit vorhatten. Aber es ist besser, dass sie ihn nicht bekommen haben. Gut. Wenn du so weitermachst. Ach nein, ein Held wirst du nie werden. Aber gib nicht auf. Du machst das ganz hervorragend. Ja, nett. Ein Held wirst du nicht, aber naja, mach mal weiter, wa? So, schauen wir mal. Jo, wir haben alles. Das heißt, es geht zurück zu Kyra, an die seltsame Maschine, um weiterzumachen, um zum nächsten Gebiet zu kommen. Von all dem habe ich ja sowieso schon genug gesehen hier. Wird mal Zeit, dass wir wieder was Neues entdecken. Und es wird Zeit für mich, langsam aber sicher an Mittagessen zu denken. Ich hab Hunger. Jetzt, wo ich so halb tot bin, denke ich mir... Wow, warum schaffe ich solche Sprünge eigentlich immer nur dann, wenn ich sowieso schon halb tot bin? Wenn ich eigentlich sowieso schon kurz davor bin, abzukratzen. Komm mal her. Es fehlen nur noch 2 Kugeln und dann habe ich wenigstens wieder 2 Lebensfelder. Autsch. So. Hinaus. Oder soll ich mich fressen lassen? Komm mal her. Nom. So. Das hätten wir. Ja, hier ist alles erledigt. Cool. Hör auf zu heulen. Weichei. Da muss ich runter. Kann man mit dem noch reden? Nö. Ja, dann... Denk mal daran, euch zu verabschieden, Jack, Dexter. Die Leute hier seht ihr wahrscheinlich nie wieder. Und... Ja, Kyra. Sprechen wir dich mal an, Mäuschen. Toll! Die Energiezellen für die Maschine! Das sollte ausreichen, um den Felsblock zu heben. Na also... Aber passt auf, wenn ihr auf das Lurker-Monster dort oben trefft. Moment! Ich bleib hier und beschütze Kyra! Jack, du wirst bestimmt auch ohne mich mit dem Monster fertig. Oh, wie heldenhaft. Psst. Wohl doch nichts mit beschützen, was, Dexter? Oh. Hier will ich hoch. Kann ich mich... Wow! Okay. Oh Gott. Ich will irgendwie nicht gegen den kämpfen. Muss ich gegen den kämpfen? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Okay. Ich würde sagen, den Kampf sehen wir dann im nächsten Part von Jack and Dexter. Over die!